Hey Leute, ich bin Jonas und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Video freue. Der renommierte Hersteller Spigen startete vor einiger Zeit eine Indiegogo-Kampagne namens Spigen Classics, um zwei ikonische Designs aus längst vergangenen Tagen Apples Geschichte als iPhone-Hülle zurück in die Gegenwart zu bringen. Es waren die Designs des ersten iPhones und des ersten iMacs. Diese Kampagne stieß auf so viel Begeisterung, dass sie ihr ursprüngliches Ziel von $5,000 mit insgesamt $260,000 um 5000% übertreffen sollte. Auch ich war begeistert und möchte Spigen dafür danken, mir die Hüllen geschenkt und damit dieses Video überhaupt erst ermöglicht zu haben. Beginnen wir also den ersten Teil unserer Geschichtsstunde mit der Classic One und machen unser iPhone X zum echten Jubiläums-iPhone. Das erste iPhone wurde 2007 von Steve Jobs vorgestellt und sollte die nächste Dekade so sehr verändern wie keine andere Erfindung. Das Design schrieb Geschichte, denn es war das erste Smartphone in der Form, wie wir es heute kennen. Vorderseiten mit nur einem Knopf, einem großen Multitouch-Display und sich dem Inhalt anpassenden Tastaturen, all das war damals neu. Schaut mal, welche Euphorie die für uns heute selbstverständliche Geste zum Scrollen damals ausgelöst hat. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. Die Classic One, auf dessen Innenseite Spigen nicht nur das 10-jährige Jubiläum des iPhone, sondern vor allem seinen eigenen Geburtstag feiert, bringt dieses Gefühl ein wenig zurück und lässt einen die Fortschritte eines iPhone X noch stärker würdigen. Das zweite Kapitel liegt noch weiter zurück, mittlerweile 20 Jahre. Der erste iMac wurde 1998 vorgestellt. Er hat mit Apples heutigem Design nur noch wenig gemeinsam, doch er war vielleicht eines der wichtigsten Produkte in Apples Geschichte. Steve Jobs war erst 1997 zu Apple zurückgekehrt, als das Unternehmen am Boden lag, der Fokus fehlte und der Bankrott nur noch wenige Monate entfernt war. Um das zu verhindern, richtete Jobs die Produktlinie radikal neu aus. Mit der Vorstellung des iMac noch immer nur als Interim-CEO gab er die Neuausrichtung bekannt. Es sollte fortan nur noch vier Kategorien geben. Normale Endkunden, Profis, Desktop und Mobilgeräte. Der iMac sollte die Lücke schließen, die sich im Desktop-Bereich für Endkunden ergab. Für viele von ihnen war der iMac der erste Computer und die erste Berührung mit dem Internet. Apple wusste das und richtete sein Design danach aus. Der iMac war bunt, was freundlich wirkte, transparent, um Computern das Mysteriöse zu nehmen, und hatte einen Griff, um Berührungsängste zu nehmen. Wer sich immer schon gefragt hat, wofür das i in all den Apple-Produkten steht, hier ist die Antwort. Vorrangig stand es damals für Internet. Jetzt wird es kompliziert, denn es geht um die Farben. Im Laufe seines Produktlebens hat der iMac insgesamt 13 Farben kommen und gehen gesehen. Spigen hat davon jedoch nur 7 nachgebildet. Es fehlen die beiden Special Editions, Indigo und mit Tangerine, Lime und Strawberry, gleich 3 von 5 Farben des iMac 5 Flavors. Das ist wirklich schade, sind Tangerine und Lime doch die frischesten von allen und die 5 Flavors Farbpalette die wichtigste seiner Geschichte. Abgesehen davon hat Spigen das Design auf hervorragende Art und Weise adaptiert. Die Farben Bondi Blue, Blueberry, Grape, Graphite, Ruby, Sage und Snow wurden hervorragend getroffen und die Detailverliebtheit ist beeindruckend. Das fängt auf der Innenseite an, die einfach süß die Front eines iMac und den legendären Hello Again Slogan implementiert, und endet bei dem Design der Rückseite, das die Tiefe der Transparenz so perfekt einfängt und nachbildet. Es wurde sogar darauf geachtet, dass die Oberfläche der ersten jemals erschienenen Farbe Bondi Blue originalgetreu matt und nicht glänzend ist. Sie ist neben Blueberry auch meine absolute Lieblingsfarbe, aber auch das tiefe Rot sieht toll aus. Snow finde ich als einzige Farbe sehr unästhetisch. Generell ist diese Hülle natürlich ein Statement, das definitiv Geschmackssache ist. Falls ihr euch wirklich für die Cases interessiert, so möchte ich euch gerne noch eine allgemeine Bewertung mitgeben. Sie sind sehr dick, das muss man wirklich sagen. Wireless Charging geht gerade noch so, aber gerade beim iPhone 2G Case ging Spigens Bestreben, die originale Dicke nachzubilden, vielleicht etwas zu weit. Sehr schade finde ich es bei diesem Case auch, dass der Rahmen auf der Vorderseite schwarz ist und nicht silber, wie bei seinem Vorbild. Bei den Classic C1 Cases hat das ja auch funktioniert, was aber wiederum an der anderen Bauweise liegt. Die C1 Cases bestehen nämlich aus 3 und die Classic One nur aus 2 Teilen.
In Sachen Schutz hat das aber keine Auswirkungen. Spigen ist auf diesem Bereich seit Jahren führend und auch wenn ich leider keinen Drop-Test durchgeführt habe, scheint mir ihre vielbeworbene Air-Cushion-Technologie sehr vertrauenswürdig. Die Cases bestehen allesamt aus Plastik und scheinen mir relativ kratzerresistent. Natürlich hat das matte Bondi Blue dabei einen großen Vorteil gegenüber den glänzenden Farben. Ein letztes lobendes Wort möchte ich noch über die Kameraeinlassung verlieren, deren nahtlose Integration mir bei beiden Versionen irgendwie besonders gut gefällt. Die Preise der beiden liegen weit auseinander. Die Classic One kostet nur 15 Euro, während die Classic C One 40 Euro kostet. Das finde ich hart an der Grenze und überlasse die Entscheidung jedem selbst. Alles, was ich anbieten kann, sind die Links in der Videobeschreibung mit 10 Euro Rabatt. Die Hüllen sind vorerst nur für das iPhone X erhältlich. Die Varianten für iPhone 8 und 8 Plus folgen Mitte bis Ende August. Und damit sind wir am Ende unserer Reise in Apples Vergangenheit. Design, das Geschichte schreibt oder geschrieben hat, begeistert mich immer wieder und ich hoffe, ihr hattet bei diesem Video genauso viel Spaß wie ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!